Verstehe. Okay. Was kann ich jetzt noch fotografieren? Ich habe mich aber so gesehen. Habe ich jetzt hier nochmal irgendwo einen grünen. Habe ich jetzt hier irgendwo nochmal. Warte mal. Nee, noch nicht. Okay, das macht keinen Unterschied. Vielleicht hier. Also ich versuche gerade noch den grünen Bereich zu finden. Interessant. Ich weiß nicht, wo ich ihn fotografieren soll. Also ich suche immer noch... Leute. Könnte mir vielleicht jemand helfen? Wäre das möglich? Ich bräuchte dringlich unter. Wer ist er hier? Machen wir da noch ein Foto? Ja, also von dem haben wir auf jeden Fall jetzt auch ein. Der muss doch auch irgendwo Ayatollah Khomeini rumhängen. Ist er das nicht? Der sah wesentlich unfreundlicher aus. Ich muss wahrscheinlich noch ein Bild von Ayatollah Khomeini finden. Sehr interessant. Ja, der hier ist mal doch richtig. So, Achtung. Die Statue des Königs. Die Revolution fegte Irans 2500 Jahre alte Monarchie hinweg und formte einen neuen Weg in die Geschichte des Landes. Sehr, sehr schön, das Originalbild sozusagen. Und dann kommen wir dann zur nächsten Information. Die Dynastie Pahlavi regierte mit Mohammed Reza Shah und dessen Vater Reza Shah über 50 Jahre lang. Ihre Herrschaft war nur von kurzer Dauer in der über 2500 Jahre alten Herrschaftsgeschichte des Irans. Das Ende der iranischen Monarchie markierte einen gewaltigen Einschnitt im Leben der Menschen und der Politik des Landes. Etikett von Chai. Tee ist ein wichtiger Bestandteil der iranischen Kultur. Beim Teetrinken treffen sich Freunde und Familien, diskutieren über Politik oder erholen sich einfach nur. Traditionell wird beim iranischen Tee ein Stück Quant, also ein Würfelzucker, zwischen die Schneidezähne genommen, um ihn als süßlichen Filter beim Nippen an der Tasse zu verwenden. Die Iraner haben auch eine bestimmte Etikette beim Teetrinken. Es wäre äußerst unhöflich, einem Gast keinen Tee anzubieten und es wäre ähnlich unhöflich, einen angebotenen Tee abzulehnen. Okay. Willkommen im Evin. Das Regime hatte ein übergeordnetes Ziel von dem Augenblick unserer Verhaftung an. Es wollte, dass wir unseren Glauben ablegen und zeigen, dass seine Peitschenhiebe stärker als unsere Ideale waren, einstige Insassen. Das immer noch verwendete Evin-Gefängnis wurde 1972 unter dem Schah Mohammed Reza Pahlavi gebaut. Das Gefängnis liegt am Fuß der Alborsberge in einem Viertel desselben Namens. In Evin sind vor allem politische Gefangene und Staatsfeinde. Es ist bekannt für seine ungewöhnlich harte Bedingungen und seine geheimen und brutalen Foltermethoden. Unter der Leitung von Asadollah Layevadi, entschuldigt bitte die Aussprache, war es aufgrund der Massenverhaftungen überfüllt. Zellen, die für 15 Insassen konzipiert waren, waren damals mit 75 Häftlingen belegt. Insgesamt waren in Evin 15.000 Gefangene inhaftiert. Okay, was haben wir hier? Okay, das war den Tee. Nach dem von der CIA organisierten Staatsstreich, der den Schah an die Macht brachte, halfen die USA beim Aufbau einer Geheimpolizei, die unter der Bezeichnung SAVAK bekannt wurde. Mitarbeiter der CIA wurden in den Iran geschickt, um die nächste Generation in Verhör, Überwachung und Foltertechniken auszubilden. Um alle Kritiker des Regimes des Schahs auszuschalten, verübte der SAVAK unzählige Grausamkeiten gegen Leute, die der Opposition ihre Stimme die ihre Stimme der Opposition gaben. Als der Schah 1979 gestürzt wurde, flohen die geflüchteten Mitglieder der SAVAK aus dem Iran und wurden exekutiert. Man vermutete, dass eine kleine Gruppe von Mitgliedern der SAVAK den Regierungswechsel überdauerte, um die neuen Gefängniswärter in Evin auszubilden. Andere neue Mitarbeiter im Gefängnis waren selbst Opfer von SAVAK. Berichten zufolge wandten die Wachen in Evin dieselbe Gewalt an, wie sie unter dem vorangegangenen Regime vorherrschte. Der Schlechter von Evin. Basierend auf der realen Person Asadollah
Lajewardi war selbst einmal Gefangener des Schah-Regimes und Mitglied einer Gruppe islamischer Fundamentalisten namens Fedaiya-e-Islam. In den früheren 1980ern war er dem Gefängnisdirektor von, war er der Gefängnisdirektor von Evin. Über 7.900 politische Gefangene wurden in den 4 Jahren seiner Tätigkeit gefoltert und exekutiert. Für 2.500 davon war er selbst verantwortlich. Lajewardi war stolz auf seine Behandlung der Gefangenen. Er brachte seine Familie auf das Gelände von Evin und nannte das Gefängnis eine umfunktionierte Universität oder eine ideologische Schule, in der die Gefangenen den Islam studierten und aus ihren Fehlern lernen konnten. Nach Beschwerden anderer islamischer Offiziere über seine ungewöhnliche Hart- und exzessive Foltermethoden wurde er schließlich seines Postens enthoben. I have repeatedly said that neither my desire nor my age nor my position allows me to govern. I don't want to have the power or the government in my hand. I am not interested in personal power. It is the Iranian people who have selected their own capable and trustworthy individuals and give them the responsibilities. However, personally, I can't accept any special role or responsibility. After the Shah's departure from Iran, I will not become a president nor accept any other leadership role. Just like before, I limit my activities only to guiding and directing the people. Okay. Entschuldigt bitte den Exkurs, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei sowas immer sehr, sehr gerne mit dabei. Alles klar. Jetzt wissen wir das sozusagen. Wir kriegen gerade einen Exkurs in iranischer Geschichte. Finde Hey, good ich. luck trying to buy anything from the bazaar. All the shopkeepers have gone on strike too. Okay, und zack. Geschlossen. Als der Schah das Kriegsrecht ausrief, streikten nachgewiesenermaßen 30.000 Ölarbeiter und verursachten dadurch eine lähmende Kettenreaktion. Interessant. Wachsende Unruhen in der Arbeiterklasse brachte die Städte zum Stillstand. Als der Schah das Kriegsrecht ausrief, streikten über 30.000 Ölarbeiter. Der Streik verursachte eine Kettenreaktion, als Angestellte von Schulen, Fabriken, Banken und anderen Regierungsinstitutionen dem Beispiel folgten. Diese Widerstandshandlungen spielten eine wichtige Rolle für den Kollaps des Schah-Regimes. Okay. To some, those people praying would be intimidating. Okay, but to me, verstehe, it's pretty powerful. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Aber jetzt, aber jetzt. Öffentliches Gebet. Öffentliche Gebete der Massen waren die Sit-ins der iranischen Revolution. Ayatollah Shahid Madari drängte seine Anhänger in seinen Lehren dazu, Gewalt zu vermeiden. Von Anfang an habe ich die Menschen gebeten, ihre Gedanken auszusprechen, aber mit Ruhe und Würde, nicht auf eine provokative Art. Neben Streiks und Boykotten war das öffentliche Gebet eine der vielen Formen der Nichtkooperation mit dem Regime. Okay. Well, Mike, seriously, I can't wait to get these developed. Did you get a picture of Ayatollah Shariat Madari? People are saying that he should lead Iran. Okay, ich würde mir jetzt einfach fragen. Who's Shariat Madari? He's a cleric who understands the hearts of the oppressed. No religious mullah is going to lead this country. Fahmidi, understand? That's over. Why not? Are we not a nation of Muslims, brother? Brother? Barudar? We are a nation of equality greater than Western capitalism or your paganism. Fahmidi, understand? No mullah will run this government. Fahmidi, Chimigan? Hey, comrade. Lighten up. Jufti, you better back away before I come over. Okay. There. We don't do this, all right? This, all of this is about non-violence. We don't want to give the army any reason to intervene. I don't trust this punk with his camera. Yeah, I'll take it. He's communist. Always posturing, never thinking about the bigger picture. Come on. Man, Bobak, what happened to you back there? Look, just because I didn't kick his ass doesn't mean I didn't want to. Did you see his hair? You guys share the same barber? Comrade, that's all you got? Come on, let's hit the streets. Also, ich finde, das ist alles sehr, sehr interessant hier. Also wirklich, Kapitel 4. Nicht der Iran, den du verlassen hast. Shahrezad Avenue? Sagt man das? This is not the Iran you left a year ago. The people are angry, especially after Savak burned down the cinema, Rex.
Are you talking about the fire? Don't tell me you haven't heard of Cinema Rex. Over 400 people died in that fire. And now, it's time for answers. You think it can get out of control? Look, it could get ugly, but we won't achieve anything through violence. It might be the only option. Look, Bezojan, you have to believe in the power of people, okay? Good will triumph. Now come on, it's time to discover what this revolution's all about. Mm-hmm. Was ist das denn? That's an interesting look. I've seen this guy before. He calls himself the Walking Dead. He's a walking memorial. Besaram, my son. Please take a picture. Show the world what is happening. Okay, Reza, just look at this street as a sandwich. Are you okay, Bobby? Yeah, I'm great. Oh, Liam, it's the perfect analogy with the perfect ingredients. The bread, the cheese, Saman, die lebenden Toten. Sabzi and the tea. Einige Demonstranten trugen Bilder von ermordeten Revolutionären bei sich und wurden so zum laufenden Plakat wenden. Egal, ob die Opfer auf den Straßen ermordet, gefoltert oder exekutiert worden waren, ihre Geschichte waren so in der revolutionären Landschaft unsterblich geworden. Okay, mehr Informationen. Schade, kein richtiges, also beziehungsweise kein Historienbild dazu. Einige Demonstranten trugen Bilder und laufenden Plakat. Ihre Geschichte wurde, alles klar, das haben wir quasi gerade eben vorgelesen. Saman wird das nicht vergessen, okay. Ha! Ist er voll durch den durchgelaufen. Näher dich Hotspot-Symbolen zum Interagieren und klicke darauf. Think about it, Rizzo. The laborers, the bozaris, they're the bread, the noon. You can't make a lochme without barbari, and you definitely can't have a functioning society without workers. Okay, I'm listening. Straßenbazar. Der Bazar ist der Markt in iranischen Städten. Bazar hieß, Ladenbesitzer und Händler waren in der Widerstandsbewegung gegen den Schah von größter Wichtigkeit. Aber sehr schön mit diesen Originalbildern auch noch. Jome Bazar oder der Freitagsbazar war und ist ein wöchentliches Ereignis, zu dem sich Händler zum Verkauf von Waren einfinden. Der Bazar ist das Leben-Elixier der iranischen Städte. Vor allem in der Hauptstadt Teheran, er ist ein sozialer und interkultureller Treffpunkt, an dem es hoch hergeht und der Reichtum einer alten Kultur deutlich zutage tritt. Es stehen dort Waren zum Verkauf wie Safranfässer oder getrocknete Maulbeeren, bis hin zu handgewobenen Teppichen, die ein ganzes Familienvermögen kosten können. Der Bazar spielt, alles klar. Aber das, ich finde das sehr schön mit dem, oh, schon wieder der Tee. Ich finde das sehr schön mit den Originalbildern hier. Also es ist wirklich, wir bewegen uns quasi durch die Geschichte und das ist unheimlich schön. Also ich finde es unheimlich schön, Leute. Okay, das hatten wir bereits. Kann ich hier das ab... Oh. Kann ich das auch abbrechen? Ich möchte das gerne abbrechen. Ah, sehr schön. Oh, jetzt hab ich kurz gedacht, wir wären der da hinten, aber das sind wir gar nicht. Okay. Ah, okay, ich kann schon wieder fotografieren. Einen Moment. Ich mach ein bisschen kurz zur Seite. I bet you don't see too many Paycons in Germany. Our BBC journalist in Tehran says that this is the biggest act of violence involving arson that Iran has ever seen. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich hier fotografieren soll. Wahrscheinlich das Auto. Aha. Paycan, das iranische Auto. Der Paycan ist die inoffizielle Automobilikone des Iran. Nach der Revolution ließ die neue islamische Regierung das Design vereinfachen und den Wagen nur noch in Weiß produzieren. Irans größter Autohersteller, Iran Khodro, führte den Paycan Ende der 1960er ein. Der westlich orientierte Schah sah das Fahrzeug als Symbol für Iran wirtschaftlichen Fortschritt und nationalen Stolz. Nach der Revolution wandte sich die iranische Regierung sich gegen den Druck der Verwestlichung und produzierte das Auto nur noch in Weiß und entfernte Chromschmuck und dekorative Elemente im Innenraum. Na wunderbar. Radio Iran informed that the bodies of 377 people were recovered from the rubble. Was können wir hier machen? Hör das Radio zu. Entschuldigung, hör dem Radio zu. Hör dem Radio zu. Farsir.
دولت ایران میگوید که حمله تروریستی دیشب را حکومت تقریبا 400 نفر در سینمایی در شهر The Iranian government says that the death toll from the terrorist attack on Cinema Rex and Abadan has officially reached 400. Okay, also alles klar, das hatte für mich jetzt keine sonderliche Bewandtnis. As I was saying, Reza, the cheese, the paneer, that's what makes a sandwich a sandwich. And the cars we drive, the clothes we wear, the things we follow, that's what makes Iran Iran. Mint, basil, tarragon. The students, writers, the revolutionaries, giving us the extra kick we need to... So is it peace you want or a fight? Peace, security, Iran is our country. Slogan nehmen, ja. Peace und Friede und Sicherheit, Iran is our country, death to the Shah. Naja, und den Rest kann ich wieder mal nicht lesen. Das ist schon, das ist wieder dasselbe Problem. Slogan nehmen. It might not be as poetic as Hafez or Rumi, but it gets the message across. Think about putting your slogan on the wall of martyrs. Anyways, giving us the extra kick we need to set change in motion. Redefreiheit, oh, ist total unscharf geworden, schade. Redefreiheit, im Iran des Schahs wurde freie Rede mit Gefängnis oder dem Tod bestraft. Okay, verstehe. Verstehe. Der Schah verfügt über absolute Macht und das Volk riskierte Gefängnis oder Tod, wenn es sich gegen seine Herrschaft erhob. Diejenigen, die sich gegen das Regime des Schahs aussprachen, wurden systematisch bestraft. Ayatollah Khomeini kritisierte das Regime des Schahs dafür, die Redefreiheit gelähmt zu haben. Er predigte, die Regierung sollte nicht das Volk zensieren, sodass es nicht reden kann. Sie sollten nicht dessen Schreibgeräte zerstören, sodass es nicht schreiben kann. Also ich gehe hier wirklich, ich versuche jetzt wirklich mal sehr viel mit zu... Oh, ich will schon wieder Fotos machen. Mhm. Okay. Freiheit für politische Gefangene. Der Schah verlangte, dass jeder eingesperrt oder zum Tode verurteilt würde, der seine Herrschaft in Frage stellt. Mhm. Okay. Abgesehen von zu erwarteten scharfen Vorgehen des Regimes gegen Kommunisten und Anti-Royalisten forderte der Schah, dass jeder, der seine Herrschaft in Frage stellt, verhaftet, gefoltert oder abhängig von der Schwere der Vorwürfe mit dem Tod bestraft wurde. Dazu gehörten auch Künstler und Intellektuelle, die vom iranischen Volk mit großem Respekt gesehen wurden. Ende 1975 befanden sich 22 prominente Dichter, Schriftsteller, Professoren, Theaterdirektoren und Filmemacher wegen Kritik am Regime im Gefängnis. Okay. My father and my brother are rotting in jail. How many more must unjustly be imprisoned so that the Shah can live in his lavish palace and deny us our basic freedoms? Here, brother, read the truth of what is really happening. Anything else you read is corrupt and filled with lies. Ah, sehr schön. Flugblatt nehmen, Flugblatt ablehnen. Na, wir nehmen's. Merci, Khahar. Thank you, sister. Khosh mikonam, barada. Stay true, brother. It's the only legitimate source to read now. Ah, wir haben noch eine Kassette gefunden. Rede Nummer 2. Kann ich mir... Ja, erstmal ganz kurz. Was können wir hier noch für ein Foto machen? Okay, das würde ich mal... Ja. Müllhaufen der Geschichte. In den 1970er Jahren war die Einkommens... Einkommens... Ungleichheit, ja genau. In den 1970er Jahren war die Einkommensungleichheit des Irans eine der größten der Welt. Der wirtschaftliche Niedergang hatte schreckliche Auswirkungen auf die Arbeiterklasse, während die Arbeitslosigkeit in ungeahnte Höhe stieg. Okay. Eine Rezession traf die Arbeiterklasse des Irans im Sommer 1978 teilweise aufgrund der ambitionierten Modernisierung und Entwicklungsprogramme stieg die Arbeitslosenrate auf ungekannte Höhen und die Löhne fielen, und die Löhne vieler Arbeiter sanken um 30%. Laut den Berichten der Internationalen Arbeiterorganisation aus dem Jahre 1970 war die Einkommensungleichheit im Iran die größte der Welt. Das Volk wollte Zusagen und Lösungen von den Regierungen, aber die Gleichgültigkeit des Schahs verschlimmerte die Lage noch. Okay, ich würde gerne noch die zweite
The foundation of our Islamic government is based on freedom of dialogue and will fight against any kind of censorship. In the Islamic Republic, the rights of the religious minorities are respectfully regarded. Our future society will be a free society, and all the elements of oppression, cruelty, and force will be destroyed. We would like to run the Islamic government like Islam at its beginning, so that people know how different the Islamic democracy is from other democracies. If the people of the world know the benefits of Islam, my hope is that they all become Muslims. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich werde mich jetzt hier, was meine Meinung zu Ayatollah Khomeini angeht, etwas zurückhalten. Aber hier zeichnet sich schon sehr, sehr deutlich ab, finde ich persönlich, wie das hier angehaucht ist. Oh, wir können immer, können wir noch Fotos machen? Das haben wir doch schon gemacht. So, ja, das hatten wir. Das ist okay.